Anfang möchte ich gleich sagen, Equipment wird relativ viel gekauft und dann liegt zu Hause rum. Ich habe die große Bitte, nutzt euer Equipment. Ganz viele Leute haben irgendwelche Ergometer zu Hause stehen oder irgendwelche Therabänder rumliegen oder so. Benutzt es, und zwar wichtig ist, dass die Sachen nicht weggeräumt sind. Legt euch das Theraband zum Beispiel, ich habe jetzt mal hier eins mit diesen interessanten Schlaufen, mit dem man ja hier so nach außen ziehen kann oder auch diagonal arbeiten kann. Legt es euch in den Weg, räumt bloß nicht zu sehr auf. Und wenn ihr da dran vorbeilauft, dann denkt ihr euch so, beim nächsten Mal, wenn ich da dran vorbeilaufe, nehme ich es in die Hand und mache wenigstens 10-mal so. In der Summe, wenn ihr das täglich macht, da guckt man am Jahresende Rückblick, wie viel 1000-mal ihr dieses Band gezogen habt, und die Muskulatur dankt euch. Also, Theraband schon mal in den Weg legen. Bloß nicht aufräumen. Es gibt dann noch diese netten Gewichtsmanschetten für die Füße. Die haben so einen Plätscher. Und dann macht man das rum um die Fesseln. Und jetzt habe ich mehr Gewicht am Fuß. Ich kann damit ganz tolle Streckbewegungen machen. Ich kann zum Beispiel zur Seite anheben. Ich kann im Vierfüßlerstand hinten mein Bein wegstrecken. Also diese Dinger sind so richtig toll. Die liebe ich auch ohne Ende. Große Liebe zu meinen Gewichtsmanschetten. Die gibt es in verschiedenen Gewichtsklassen. Fangt bitte mit einer kleineren Sorte an, also vielleicht 500 Gramm, 1000 Gramm, und dann guckt ihr mal, wie ihr euch steigern wollt. Steigern ist übrigens die eigentliche Quintessenz von Training. Wenn wir jahrelang immer das Gleiche machen, da steigert sich gar nichts mehr. Da ist der Körper dran gewöhnt und hat sich dann auf einem Plateau eingefunden. Immer mal steigern und mal variieren. So, hier gibt es, naja, brauche ich euch nicht zu sagen, was das ist. Die gibt es so wunderbar in verschiedenen Gewichtsklassen. 500 Gramm, 1000 Gramm und dann geht es hoch, 2 Kilo, 3 Kilo, bis ganz weit nach oben Arnold Schwarzenegger lässt grüßen. Da müssen wir aber nicht unbedingt hin, aber ein paar Gewichte zu Hause haben und euch die auch in die Gegend legen. Dann legt sie euch unter den Couchtisch oder auf die Lehne von der Couch, und wenn ihr dann da vor der Röhre sitzt, dann macht doch ein paar Mal so. Die Zeit ist sowieso, die Zeit läuft. Und ihr macht halt ein paar Mal so, dann macht ihr ein paar Mal so, und dann schiebt er auch mal nach vorne und dann schiebt er auch mal nach außen. Und das Irre ist, bei diesen Hebelgeschichten der Arme springt die Rumpfmuskulatur mit an. Glaubt man ja nicht, dass das nur ein Armtraining ist. Es ist auch ein Rumpftraining. Die Bauchmuskeln werden aktiviert, die Rückenmuskeln. Ein Traum, ein Traum. So, das waren die Hanteln. Jetzt habe ich hier noch so ein Balance-Pad euch mal hingelegt. Das ist für Gleichgewichtsübungen. Da haben wir dann eine aktive Muskulatur, weil der Untergrund weicher ist als der normale Fußboden. Und schwuppdiwuppdiwupp sind wirklich viele Muskeln dabei. So ein Balance-Pad wäre auch mal eine gute Idee, sich vielleicht zum Geburtstag schenken zu lassen. Der Knaller ist nämlich, wir kriegen zum Geburtstag und zu Weihnachten meist lauter komisches Zeug, was wir gar nicht brauchen. Das könnt ihr gebrauchen. Stellt euch auch in der Küche irgendwo hin, wo ihr dann immer zwischendurch mal raufgeht. Dann haben wir, ohne extra zum Training gehen zu müssen, in unserer Wohnung schon allerlei eingebaut. Also so ein kleines Heimfitnessstudio. Dann gibt es diese Bänder, die sind jetzt starr, praktisch wie ein Gürtel. Da können wir, wenn wir liegen, die Beine nehmen und zum Beispiel dehnen. Dass ihr die Dehnung verbessert durch so ein Band. Ihr könnt euch gerne oben in der Videobeschreibung auch bei mir einen Termin buchen. Da gucken wir einfach mal, was zu euch persönlich passt. 0815 einfach was machen, was da irgendwie im Netz rumschwirrt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu euch genau passt und euch wirklich was bringt, ist nicht sehr groß. So, und dann sitze ich ja hier auf dem Hetziball. Da ist es oft so, dass man den gut einbauen kann am Schreibtisch. Kaum sitzt ihr auf dem Ball, ist der Körper aktiv. Sitzt ihr auf einem normalen Stuhl, fährt sich der Körper quasi auf Null runter. Da habt ihr nur noch hier vorne so ein bisschen Muskulatur aktiv und die von den Fingern, weil ihr am Tippen seid. Alles andere ist runtergefahren und daran altert ihr massiv. Und dann seid ihr 20 Jahre gefühlt älter, als ihr eigentlich seid, weil ihr am Schreibtisch immer so passiv sitzt. Wenn ihr einen Ball unterm Gesäß habt, dann könnt ihr mal ein bisschen so machen. Ein bisschen vorrollen und nach hinten rollen. Und diese gewisse Grundinstabilität ist ein positiver Zustand, weil der Körper merkt, oha, oha, was ist denn hier los? Gefahrenverzug. Und sofort sind die Muskeln aware, dass sie euch helfen, dass sie euch unterstützen. Also Equipment überall verteilen. Let's go.